auf deiner Seite Terry Wilson. Es kann losgehen, es ist alles angerichtet für einen richtig unterhaltsamen Basketballabend, den wir uns alle wünschen zum Ausgang des Jahres. Fechter von links nach rechts in der Rang gegen die Rostock Seawolves. Kusi gegen Carter. Kusi. Rostocker switchen erstmal alles bei ihm. Iwundu findet Grünloh hervorragend den Ball oben gelassen. Mit dem Abschluss. Rostock gegen Iwundu. Starke Hände. Oh, wenn es ein Pass war, sensationell. So oder so finde ich stark. Iwundu sieht. Ah, wieder gut verteidigt von Rostock. Und nimmt Tempo auf und lässt es krachen. Hier nochmal zu sehen. Grünloh kommt da zu spät. Ein Tick zu spät. Kusi jetzt gegen Clark. Iwundu legt nochmal ab, ist super eng, aber ist letztendlich egal, weil der ist drin. Arrigoso. Gut aufgepasst von Kusi. Ist er schon mehr oder weniger hingelaufen. Super Pass auf Arrigoso. So unterwegs sind. Das war ja wirklich in den ersten Wochen. Reeves ist frei auf der anderen Seite. Gute Augen von Holzken Junior. Ja, weiter geht's. Nelson gut im Rhythmus. Links-Rechts-Rhythmus. Zack! Das geht gar nicht so hoch. Das ist es gar nicht. Aber er dreht sich eben nicht auf. Und das ist sowieso vor allem mit Drang zum Korb. Clark. War zu eng für einen Pass auf Gloga. Also macht das alleine mit dem Turnaround. Zweite Liga Spaniens in die zweite Liga Deutschlands bei Leverkusen. Dann nach Bamberg. Und jetzt ist er hier in Fechter. Erfolgreich für drei. Schön gespielt. Und dann ist er wieder da. Freiwurflinie gehen. Hier nochmal das schöne Anspiel von Schwieger. Und also 1 von 11. Fechter währenddessen Bradley mit dem Zug zum Korb. Und der Chance hier nochmal zu sehen. Der Hop war wichtig, weil dadurch hat er so viel Raum gewonnen. Gut verteidigt von Carter. Sind mal unter Eis. Was ein Block! Lockett gegen Kusi. Schöner Backdoor-Cut. Hervorragend gespielt. Super Footwork von Nelson. Amaze. Kusi, 2 gegen 1. Jetzt 3 gegen 2. Zählt mit Paul. Da das Foul von Austin Junior, der jetzt auch auf die Bank geht. Kusi. Gegen Theis. Der ist athletisch genug. Wow. Starke Bewegung dann mit Brett. Aussicht der Rostocker. Wir schauen noch mal kurz hier auf Kusi. Das sind 5 bei Fechter. Carter Lockett. Dazu Bradley. Austin Junior. Schön gespielt. Pick and Roll passt. Spielt Pick and Pop mit Austin Junior. Boah, und dann setzt er sich alleine da durch. Das ist ja eben ein Kraft. Wieder gut aufgepasst, Austin Junior. Eurostep. Ne, zieht er drüber und dann rein. Gut. Und dann sind es wieder 7 Differenz. Oh, nah am Foul. Schöner Pass auf Gloga. Wow! Was ein Pass! Ja, ja. Baut Fechter hier nochmal zum Genießen der Pass. Schöner Rimrun. Also angemessenes Training. Angepasstes. Bam! Austin Junior. Beiden werden das gemeinsam machen. Schöner Vektorpass. Hervorragend. Pass gut, Cut gut. Finde ich gut. F
Fechter muss irgendwie dranbleiben. Da hilft natürlich ein erfolgreicher Dreier. Nächste Chance zu verkürzen. Iwunu! Und dann sind es nur noch 7. Bradley. Tyler Nelson ist einfach ein Sniper. Das meine ich im positiven Sinne. Der Chance, Führung wieder auszubauen, was den zweistelligen Bereich angeht. Vielleicht auch 12. Iwunu Bradley, das ist das letzte Duell, was wir noch haben, um das Ganze zu komplettieren. Joschka Ferner. Ball ist weg. Amino. Oh! Und da hat er doch ganz schnell die Füße so hingestellt. Ausverkaufter Rasterdorf. Wenn sie jetzt einen Dreier treffen, dann kocht die Hütte. Oder so. Arrigoso. Also dieses Pick and Roll, der Corner lüften oder schon gelüftet haben. Joschka Ferner für 3! Ausgleich! Boah, was sammeln die jetzt hier ein? Ari Rigoso, Pass! Passiert, wir machen alle Fehler in so einem Spiel. Goodwin. Boah, wird der gerupft! Was macht Ari Rigoso eigentlich für ein Spiel? Zehn Punkte, 7 Assists. Und jetzt ist er da! Aber Christian Held hatte keiner beantragt. Und Ty Harrison auch. Also, mit Goodwin. Schöner Spin-Move. Okay, ich wollte gerade sagen, da muss er vorbeigehen. Nein, nein, nein. Der trifft hat recht. Wie gut win, aber das ist jetzt vollkommen egal. Zählt mit Foul. Hier nochmal zu sehen. Guter Fake. Nimmt der Nelson auch ein bisschen mit und dann will er ihn klar faulen. Iwundu. Auch noch auf dem Boden, während wir hier noch mal den Dreier von Iwundu sehen. Zweiter ist daneben. Der ist auch weg. 85-81 gewinnt Rasterfechter ein Basketballspiel.